nach 600 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Richard von Weizsäcker Planet B27 abzubiegen. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Richard von Weizsäcker Planet B27 abzubiegen, dann rechts abbiegen auf Konrad-Adenauer-Straße. Rechts abbiegen auf Konrad-Adenauer-Straße. Nach 300 Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Konrad-Adenauer-Straße B14 abzubiegen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um halb rechts links halten und weiter auf B14. Dem Straßenverlauf von B14 noch 3 Kilometer folgen. Auf Konrad-Adenauer-Straße nach Norden starten. Nach 100 Metern links abbiegen auf Gebhard-Müller-Platz. Links abbiegen auf Gebhard-Müller-Platz. Nach 600 Metern einen der 3 rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Heilbronner Straße B27 abzubiegen. Leicht rechts abbiegen auf Willy-Brandt-Straße B14. Dem Straßenverlauf von B14 noch 2 Kilometer folgen.
Nach 300 Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um halb links auf Cannstatter Straße, Schwanenplatz Tunnel abzubiegen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um halb links auf Cannstatter Straße, Schwanenplatz Tunnel abzubiegen. Links halten und weiter auf Cannstatter Straße. Nach 400 Metern, links halten und weiter auf B10. Links halten und weiter auf B10. Dem Straßenverlauf von B10 noch 4 Kilometer folgen.
Nach 400 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt B10, B27 zu nehmen. Einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt B10 zu nehmen. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Nach 600 Metern links halten und weiter auf B27. Links halten und weiter auf B27. Dem Straßenverlauf von B27 für 1,5 Kilometer folgen. Nach 600 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt B27A Richtung Möglingen, Esmühlhausen zu nehmen. Einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt B27A zu nehmen, dann an der Gabelung links halten. An der Gabelung links halten. Dem Straßenverlauf von B27A noch 2 Kilometer folgen. Auf Ludwigsburger Straße nach Südwesten starten. Dem Straßenverlauf von Ludwigsburger Straße für 1,5 Kilometer folgen.
nach 300 Metern im Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen, um auf Ludwigsburger Straße zu bleiben. Nach 50 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Ludwigsburger Straße bleiben. Nach 150 Metern links abbiegen auf Zuffenhäuser Kelterplatz. Links abbiegen auf Zuffenhäuser Kelterplatz. Nach 150 Metern, im Kreisverkehr dritte Ausfahrt, Haldenrainstraße, Zuffenhäuser Kelterplatz, nehmen. Nach 200 Metern, rechts abbiegen auf Ludwigsburger Straße. Rechts abbiegen auf Ludwigsburger Straße. Nach 200 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Ludwigsburger Straße bleiben.
Nach 500 Metern links abbiegen auf B27A. Links abbiegen auf B27A. Dem Straßenverlauf von B27A noch 2 Kilometer folgen. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf am Containerbahnhof. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf am Containerbahnhof. Rechts abbiegen auf am Containerbahnhof, dann links abbiegen auf Westrandstraße. Links abbiegen auf Westrandstraße. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen.
Nach 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Starten. Nach 200 Metern links abbiegen auf Solitude-Allee. Links abbiegen auf Solitude-Allee, dann links abbiegen. Links abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.